So, mein Freund, ich zeig dir jetzt mal einen einigermaßen vernünftig eingerichteten Notfallschrank. Ich gehe auf die ganzen Sachen gar nicht im Einzelnen ein. Nur, dass man es mal gesehen hat, das sind 25 Kilo Reis und 25 Kilo Nudeln. Dazwischen überall Jod, Salz. Du weißt bestimmt, für was das gut ist. Dann haben wir hier eine kleine Feuermachecke, nenne ich es mal. Da sind auch noch Kabelbinder drin, eine gescheite Schnur. Ein Radio, passend zu den Batterien da oben mit Taschenlampe. So, wenn man wirklich mal campen gehen will oder in Wald und da ein Feuer machen möchte, dann braucht man ein vernünftiges Messer, mit dem man Holz auch hacken kann. Ja, sowas hier, da hilft einem keine Trillerpfeife mit eingebautem Kompass und Temperaturanzeige. Aus der Kellogg's-Packung. Ich weiß, du hast die nicht aus der Kellogg's-Packung, aber sowas ist einfach Kindergarten. Das ist einfach Kindergarten. Hier hätten wir nochmal eine billige Variante. Messer. Kostet 10 Euro. 1A. So, dann haben wir hier noch ein Fernglas. Wasserdicht. Stoßsicher, geht nicht kaputt, wenn es runterfällt. Damit macht man Feuer, ne? Feuerzeuge, bisschen Wachs, Streichhölzer, bisschen Zunder, anständige Schuhe, für den Winter. Na? Hier meine Alternative zu Möse, nein, Plastiktüten willst du mit in den Wald nehmen? Na? Plastiktüten. Klar. Hier, das sind mal anständige Klamotten, die einen auch warm halten im Winter, wenn es kalt ist. Meine Alternative zur Bob Marley Jacke. Falls du jetzt mit Wasser ankommst, das ist ein Wasserfilter, der ist natürlich noch nicht ausgepackt. Und dass man Wasser und andere Lebensmittel noch dabei hat, Konserven und so, also nicht dabei hat, sondern zu Hause, ist ja ganz klar. Das ist einfach nur ein kleiner Notfallschrank, ja. Und ich lass mir von dir nicht sagen, ich hätte keine Ahnung, mein Freund. Das, was du in deinem Video zeigst, das ist Kindergarten. Das ist einfach nur Kindergarten. Da fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Ne? Da fällt mir einfach nichts mehr dazu ein.